Hallo und willkommen zu einer weiteren kurzen Messervorstellung. Heute mit einem Messer aus dem Hause Black Fox. Und zwar geht es um das BF743 oder auch das Jimson. Ja, ein schlanker Folder ist das. Griffmaterial G10, schwarz. Hat eine geschlossene Länge von 10 cm. Das ist wirklich sehr handlich. Also in meiner Hand, die jetzt nicht die größte ist, verschwindet das fast völlig. Ja, lässt sich per Flipper öffnen. Und da kommt die Klinge auch schon raus. Wunderschöner Anblick. Gesamtlänge 18 cm. Die Klinge hat davon 8 cm und ist im Flachschliff ausgeschliffen. Sehr schöne Arbeit. Sehr clean gehalten. Hier ist nur kurz der Black Fox Schriftzug drauf. Und hier oben nochmal die Markung für den Stahl. Das ist ein 440C Stahl. Ja, verriegeln lässt sich das Ganze hier mit dem Liner-Lock. Der steht auch gut. Wunderschön. Die Rückseite der Klinge ist völlig clean. Die Klinge hat eben eine sehr, sehr schöne Form. Also das hat mich gleich angesprochen. Wunderbar. Es läuft auch alles ganz leicht. Da könnte man schon wieder ins Schwärmen geraten. Ja, Klingenform generell. Also man spricht hier von einer Wharncliffe-Klinge. An anderen Stellen liest man auch Reverse Tanto. Ja, kann man sich vorstellen. Sehr schön hatte ich bei so einem kleinen Messer bislang auch nicht. Ja, eine schöne Sache. Ja, beim Gewicht sind wir hier bei 65 Gramm. Das verwundert jetzt nicht, weil es sich wirklich um ein, ja, handliches kleines Messer handelt. Ja, alles sehr sauber, glatt gearbeitet. Die Handlage ist auch gut. Das vermutet man eigentlich nicht, wenn man sieht, dass das G10 hier vielleicht ein bisschen kantig wirkt. Aber es ist wirklich, kann da wirklich sagen, ohne Fehl und Tadel. Ja, es gibt noch einen Clip. Den Clip Licht und Schatten. Es gibt einen Clip und er ist auch ganz solide. Aber er ist leider nicht umsetzbar. Ja, das ist vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein. Aber an sich ist das wirklich ein schönes Messer. Ja, wunderbar. Das soll schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Messer.